mit Fake News Stimmungen weiter anzuheizen. Gelbwesten protestieren. Seit Ende Oktober jeden Samstag. Sie kämpfen gegen die Politik von Präsident Macron. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch in den sozialen Medien. In dieser Situation tauchen solche Bilder bei Facebook auf. Eine blutüberströmte Frau, millionenfach geklickt. Die Botschaft dazu eindeutig. Friedliche Demonstranten werden von der französischen Polizei zusammengeschlagen. Aber ist das auch wahr? Tatsächlich ist das Bild schon 6 Jahre alt und gar nicht bei einer Gelbwesten-Demo entstanden. Aufgedeckt hat das Avaaz. Christoph Schott ist einer der Online-Aktivisten der internationalen Organisation, die sich durch Spenden finanziert. Er tauscht sich täglich per Skype-Konferenz mit seinen Kollegen in Europa aus. Hunderte solcher Falschnachrichten haben sie gefunden, millionenfach wurden die geklickt. Avaaz hat nachgewiesen, dass vor allem rechte Gruppen und russische Staatsmedien auch hier Fake News verbreitet haben. Die Mechanik ist immer dieselbe. Also wir sehen auch da, wie versucht wird, einen Protest zu übernehmen und eine bestimmte Richtung zu drücken. Und das ist eben die Gefahr. Eine große Gefahr sehen die Online-Aktivisten auch für die Europawahl im Mai. Ich will das ganz klar sagen. Also wir sehen, dass Europa brennt und wir glauben, dass die Europawahlen massive Gefahr laufen, von einer Flutwelle von Falschnachrichten überrollt zu werden. Ein Alarmsignal. Wir fahren zum Europaparlament, treffen deutsche EU-Abgeordnete. Auch sie befürchten massive Manipulationen. So dass wir auch jetzt damit rechnen müssen, dass wir mit Falschmeldungen und Meldungen, die jetzt verbreitet werden im Zusammenhang mit der Europawahl, dass wir da machtlos sind. Ob das von russischer Seite ist, eine Menge von Hackern einsetzen, beziehungsweise eine Menge von Spezialisten einsetzen, auch von amerikanischer Seite, interessierter Seite, ist eine Schwächung Europas teilweise sehr gewünscht. Die Politiker wissen, wie gefährlich Fake News sind. Aber was tut die EU, um die Wahlen vor Desinformation zu schützen? Wir bitten den EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani um ein Interview. Aber er hat keine Zeit für uns. Am Rande einer Konferenz fangen wir ihn ab. Was unternimmt das Europäische Parlament, um sich gegen Desinformationsangriffe zu schützen? Wir arbeiten hier alle zusammen gegen Fake News. Aber ganz konkret, was macht das Europäische Parlament? Wir arbeiten alle gemeinsam daran, die Freiheit zu verteidigen. Alle gemeinsam, damit meint er wohl auch die EU-Kommission und den EU-Rat. Wir fragen sowohl EU-Kommissionspräsident Juncker als auch Ratspräsident Tusk, mit welchen Maßnahmen sie Desinformation abwehren. Die beiden verweisen auf die sogenannte Taskforce als wesentliche Abwehrmaßnahme. Und hier residiert die Taskforce, die Geheimwaffe der EU gegen Desinformation. 2015 wurde die Abteilung gegründet. Drehen dürfen wir in den Büros nicht. Aber der Abteilungsleiter trifft sich mit uns. Lutz Güllner erklärt, wie die Taskforce arbeitet. Uns ist ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht dafür da, zu beurteilen, das ist gut, das ist nicht gut, da ist der Inhalt genehm oder ungenehm. Sondern wir gehen einzig und allein auf die Frage, wird hier die öffentliche Diskussion manipuliert? Entweder von innen oder von außen. Aber ist seine Abteilung gerüstet, die Europawahlen in 27 Ländern zu schützen? Also momentan haben wir 7 Leute, die zu diesem Thema arbeiten. Im Laufe des Jahres werden wir dieses Team aufstocken auf etwa 15. Es sind keine 3 Monate mehr hin für die Europawahlen. Also noch später geht's ja gar nicht. Naja, wir hätten natürlich eigentlich schon vor 2 Jahren anfangen müssen. Das meint auch Udo Bullmann, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Sozialdemokraten. Er hat einen Brandbrief geschrieben, sieht faire und freie Wahlen gefährdet. Die EU-Institutionen müssten jetzt schnell handeln, fordert er. Die Institutionen dürfen nicht weiter schlafen. Was wir brauchen, ist aber eine klare Garantie, dass die Völker Europas das Europäische Parlament wählen und nicht die Algorithmen, die gekauft sind. Doch dafür bräuchte es deutlich mehr Personal und mehr Geld. Das hat der Fake-News-Experte Kruschinski in einer noch unveröffentlichten Studie der Uni Mainz zu vergangenen Wahlen festgestellt. Um
gegen systematische, groß angelegte Desinformationskampagnen vorzugehen von Parteienseite, muss man mit einem sehr großen personellen Aufwand dagegenhalten. Das bedeutet, die aktuellen Maßnahmen zur Europawahl sind eher symbolischer Natur und ein Tropfen auf den heißen Stein.